Jürgen Rummerich wird neuer Cheftrainer der Kassel Huskies. In 105 Einsätzen spielte er von 1998 bis 2000 selbst für das Kasseler Eishockey-Team. Im Interview mit HNA-Sportredakteur Gerald Schaumburg steht der 45-Jährige Rede und Antwort. Hallo Jürgen Rummerich, willkommen zurück in Kassel. Wie kam es dazu, dass Sie jetzt wieder ein Husky sind? Ja, ich wurde kontaktiert vom Herrn Traut. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was sie hier vorhaben. Ja, dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, waren auf einer Wellenlänge. Wir wollen beide den Aufstieg in die DL2. Und dann ist es relativ schnell gegangen, haben uns gestern geeinigt und heute bin ich in Kassel. Sie sind angetreten in Kassel mit welchen Zielen, mit welchen Erwartungen und Hoffnungen? Ja, was heißt mit welchen Zielen, habe ich ja gerade schon gesagt. Wir wollen natürlich aufsteigen in die DL2, das wird ein langer Weg werden jetzt bis zum Ende der Saison. Aber ich werde mir jetzt erstmal ein Bild machen von der Mannschaft. Ich werde versuchen, dass die dann nach und nach auch meine Philosophie immer mehr umsetzen werden. Und dann bin ich ja zuversichtlich, dass wir den Aufstieg schaffen. Philosophie ist das Stichwort. Wie sieht das aus? Was wollen Sie spielen lassen? Wie soll die Mannschaft sich präsentieren? Erstmal natürlich, dass wir 100% Einsatz geben, jeden Wechsel, dass wir, egal wie der Spielstand ist, nie aufgeben werden, dass wir gut organisiert in der eigenen Zone spielen, dass wir schnelles Umschaltspiel haben von der Defensive zur Offensive, dass wir hart backchecken, aber dass wir vorne auch in der Offensive, wenn es möglich ist, aggressiv spielen. Wie wird diese Philosophie umzusetzen sein mit Spielern, die halt nicht professionelle Eishockeyspieler sind, sondern die meisten gehen ja noch einem Beruf, einer Ausbildung nach. Die können natürlich nicht so fit sein wie die Profis, mit denen sie selbst zu tun hatten, wie sie selbst auch absolut vorbildlich gewesen sind als Spieler früher. Ja, das, wie gesagt, die werden jetzt erstmal Bilder machen vom Gesamteindruck der Mannschaft und dann wird man sehen, was möglich ist. Also ich denke, wir haben ja über 10 sogenannte Profispieler. Also mit denen kann man schon sehr gut arbeiten und mit den anderen versuche ich einfach das Beste rauszuholen. Viel Erfolg dabei. Danke.